Wie schön, Sie zu sehen. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Levioso! Levioso! Aufgabe erledigt. Revelio. Wer hier wohl gelebt hat? Recht. Düster trifft es wohl eher, aber du weißt ja, was man sagt. Dunkler Himmel vor dem Sturm. Aber wir hatten uns Sturm und bald wird der Himmel aufsagen. Merkt ihr meine Worte? Revelio. Du kannst nicht erwarten, dass wir dir alle mit Abwurf hinterherlaufen. Revelio. Erische ist die Zeit nicht wert. Keine Beute kann so viel wert sein. Confringo! Protego! Stufo! Crucio! Confringo! Revelio. Revelio. Zweifellos schon lange verlassen. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Revelio. Accio. Revelio. Ich hab hier Kobold. Crucio. Confringo. Höre ich auch nur mal. Crucio. Befindung. Hier wirst du wissen. Komm zurück, gleich machen Lammbraten aus dir. Contringo. Befindung. Revelio. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Revelio. Revelio. Ein Schloss? Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Revelio. Revelio. Contringo. Revelio. 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 Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. Revelio. Accio. Revelio. Acht Beine sind einfach zu viel. Das war nicht allzu schwer. Revelio. Die sahen auch schon mal besser aus. Revelio. Leviosa. Revelio. Leviosa. Wingardium Leviosa. Levioso. Revelio. Das sollte ich untersuchen. Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. Revelio. Contringo! Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Damit wäre das erledigt. Revelio. Revelio. Repulso. Revelio. Ich weiß, dass ich mir das nicht einbilde. Was ist das? Das war noch... etwas total Crucio. Ich komme zu Crucio. Confringo. Leviosa. Confringo. Confringo. Contringo! Das war schmerzhaft. Levioso! Confringo! Hintreffikus! Lass das! Huh? Du machst dich nur Idiot. Gib hin. Revelio. Revelio, das muss ich Sebastian erzählen. Eine Erschwinderin. Revelio. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Impulsum. Accio. Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. Contringo. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Revelio. 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 Confringo! Incendio! Revelio! Levioso! Revelio! Ausgezeichnete Arbeit heute. Sie können gehen. Ich bin kein großer Fan von all dem Dung in diesem Fach. Sie sind wohl bereit. Ich habe Ihre Aufgaben erledigt, Professor. Ich bin bereit, Bombarda zu lernen. Gut. Ich muss Sie allerdings vorwarnen. Diesen Zauber sollte man nur aus gutem Grund wirken. Der Explosionszauber kann andere verletzen, wie Ihnen sicher einleuchtet. Bitte Vorsicht beim Zaubern. Ich verstehe, Professor. Ich werde Sie beim Wort nehmen. Gut, Sie müssen die Zauberstabbewegungen präzise ausführen. Sie wollen doch Ihre Hand behalten. Also los! Schöne, gleichmäßige Stabbewegungen. Denken Sie daran, der Explosionszauber ist sehr unbeständig. Gut gemacht. Lassen Sie uns das jetzt in die Praxis umsetzen, ja? Probieren Sie es an den Kürbissen aus. Bombarda! Ausgezeichnete Stabarbeit. Genau so sollten Sie jedes Mal zaubern. Sicher und souverän. Was haben Sie jetzt vor? Oh, du bist es! Samantha, ist alles in Ordnung? Nein, es geht um meinen Bruder William, von dem ich dir nach der Zauberkunstklasse erzählt habe. Er wurde verflucht. Er hat meine Warnungen ignoriert und liegt jetzt im erbärmlichen Zustand in St. Mongo. Er hört mir einfach nie zu. Verzeihung, wie genau wurde er verflucht? Oh, du wirst es nicht glauben, aber seine Füße haben sich in rote Rüben verwandelt. Er war einfach nur außer sich. Und ich erst. Unsere Kaninchen konnten gar nicht von ihm ablassen. Da erst ist er endlich ins Krankenhaus gegangen. Das tut mir so leid. Klingt nach einer ernsten Lage. Wie schön, dass du es verstehst. Alle anderen lachen nur, als wäre es ein Witz. Sie haben kein Mitgefühl. Naja, es ist schon ziemlich ungewöhnlich. Wie ist dein Bruder so geworden? Er ist selbst schuld! Ich erzählte ihm von Nachforschungen, die ich über unseren Vorfahren Marmaduke Dale angestellt habe. Und von meiner Entdeckung, dass Marmadukes Grab verflucht wurde. Er macht sich immer über meine Entdeckungen lustig. Diesmal hat er mich ausgelacht, sagte, ich hätte alles falsch interpretiert. Pff. Als ob das möglich wäre. Um es zu beweisen, stieg er zum Eingang der Gruft hoch und puff, hatten sich seine Füße in Rüben verwandelt. Furchtbar. Deshalb bist du also so aufgebracht. Er braucht dringend Hilfe. Genau. Er mag ein Aufschneider sein, aber er ist immer noch mein Bruder. Niemand verdient es, ein solches Schicksal ewig zu ertragen. Ganz besonders nicht wegen eines einzigen dummen Fehlers. Ich mache mir große Sorgen, dass der Fluch vielleicht dauerhaft halten könnte. Kann man den Fluch nicht brechen? Vielleicht. Der Fluch geht auf ein Wappen zurück, das man Marmaduke gestohlen hat. Wenn man es auf seinen Sarkophag zurücklegen würde, könnte das Williams Füße vielleicht wiederherstellen. Du hast gegen Trolle in Hogsmeade gekämpft, bist einem Drachen entkommen. Und was ich von dir in Zauberkunst gesehen habe, zeigt, dass du ein fähiger Zauberer bist. Ein Wappen auf einen Sarkophag zu legen, sollte dir keine Mühe bereiten. Und? Hilfst du uns? Warum wurde Marmadukes Grab verflucht? Der Fluch geht auf einen Bruderzwist zwischen Graham Dale und seinem jüngeren Bruder Marmaduke zurück. Marmaduke war ein gefeierter Kräuterkundler. Graham missgönnte ihm seinen Erfolg. Geschwisterrivalität? Klingt, als würde es in der Familie liegen. Ich würde meinen Bruder nie absichtlich verfluchen, wie Graham es getan hat. Als ihre Mutter starb, erhielt Marmaduke das wertvolle Familienwappen. Graham fand, dass es eigentlich ihm als Ältestem zugestanden hätte. Als Marmaduke Jahre später starb, stahl Graham es und verfluchte das Grab, damit niemand aus der Dale-Familie seiner gedenken konnte. Ist es wirklich sicher? Meine Füße sollen sich nicht in Rüben verwandeln. Oh, der Fluch betrifft nur Marmadukes Nachfahren. Das hat mein Bruder doch wohl mehr als bewiesen. Deshalb brauche ich deine Hilfe. Wir sind nicht verwandt. Der Fluch kann dir nichts anhaben. Warum ist dein Ahne eigentlich so bekannt? Er hat die Eigenschaften verschiedener magischer Kräuter entdeckt und zahlreiche Pflanzenarten beschrieben. Die Welt der Zauberei verdankt ihm viel. Seine Arbeit hat nicht nur die Kräuterkunde, sondern auch die Trankbrauerei beeinflusst. Ich kann das Wappen zu Marmadukes Sarkophag bringen. Oh, danke. Vielen, vielen Dank. Geh einfach in die Gruft, wo Marmaduke zur Ruhe gebettet wurde, und leg das Wappen auf seinen Sarkophag. Soweit ich es herausfinden konnte, ist die Gruft seit Jahrhunderten verlassen. Es sollte nicht allzu schwer werden. Das Grab liegt östlich vom Dörfchen Brockborough. Danke für deine Hilfe. Meine Familie steht in deiner Schuld. Hallo, Grace. Was machst du hier? Schön, dich zu sehen. Danke nochmal für deine Hilfe am See. Ich bin ziemlich gut im Accio-Duell und warte auf meinen nächsten Gegner. Ich nehme an, das bist du. Sieht so aus. Fangen wir an. Ich bin bereit. Mal sehen, was in dir steckt. Ein bemerkenswerter Treffer. Accio. Das hast du nicht gesehen. Beeindruckend. Offenbar bin ich besiegt. Gut gemacht. Tauchen, Accio-Duelle. Es gibt wohl nichts, das du nicht kannst. Aber du hast gut gespielt, Grace. Ja, ich war recht gut, nicht wahr? Nur eine Schülerin hat mich je geschlagen. Sie ist sehr gut, aber wenn du so spielst wie gegen mich, hast du vielleicht eine Chance. Ich wünschte, du würdest loslegen. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Du glaubst nie, was ich erfahren habe. Was hast du in dem Zauberbuch aus dem Skriptorium entdeckt? Das Zauberbuch von Salazar Slytherin war schwierig zu interpretieren, aber faszinierend. Er hat den Unterricht in schwarze Magie in Hogwarts gefördert. Weder der Imperiusfluch noch der Todesfluch waren damals unverzeihlich. Die Schüler sollten, wenn nötig, darauf vorbereitet sein, schwarze Magie zu benutzen und sie nicht fürchten. Darum mussten wir Crucio einsetzen, um ins Skriptorium zu gelangen. Er wollte nicht, dass sein Wissen zu jemandem gelangt, der Angst vor schwarzer Magie hat. Es war nicht leicht, aber Crucio war unsere einzige Option. Ich bin froh darüber, denn in dem Zauberbuch war noch etwas. Hinweise auf ein verlorenes Relikt, das offenbar dem Besitzer die Macht gewährt, Flüche der schwarzen Magie umzukehren. Und du glaubst, dieses Relikt könnte Anne retten? Ganz genau. Ich will nach dem Relikt suchen, aber wir sollten es keinem erzählen, vor allem nicht Ominous. Er würde es nicht verstehen. Wir müssen es ihm sagen. Durch ihn haben wir das Buch gefunden und er sollte wissen, was du erfahren hast. Du weißt, wie sehr er die dunklen Künste fürchtet. Ich sage es ihm, sobald ich das Relikt gefunden habe. Wenn ich mehr weiß, schicke ich eine Eule. Und mach dir keine Sorgen um Ominous. Das jetzt für uns zu behalten, ist zu seinem Besten. Ich entscheide, was zu meinem Besten ist. Ominous, wir wollten gerade frische Luft schnappen. Kommst du mit? Sebastian, du Lügner! Ich habe alles gehört. Du hast geschworen, nie wieder etwas mit schwarzer Magie zu tun zu haben. Nein, ich sagte nur, ich verstehe, dass du das willst. Ich gebe die Suche nach einem Heilmittel für Anne nie auf. Du kannst einfach nicht aufhören, was? Ich weiß, wann ich nicht aufhören soll. Lass es, Ominous. Ich muss jetzt los. Ich werde nicht aufgeben. Ominous, Sebastian meint es gut. Ich weiß zu schätzen, dass du mich einweihen wolltest. Aber die Suche nach dem Relikt ist keine gute Idee. Sebastian weiß es nicht einmal, aber er ist genauso unverantwortlich und leichtsinnig wie seine Eltern damals. Deshalb sind sie gestorben. Ich weiß, dass seine Eltern tot sind, aber was ist passiert? Mr. und Mrs. Sallow waren Professoren. Sie verbrachten viel Zeit in der Kellerbibliothek. Immer die Nase in den Büchern. Anne und Sebastian waren oben, als es passierte. Sie hörten ein Krachen und rannten die Treppe runter. Doch es war zu spät. Ihre Eltern lagen auf dem Boden. Durch einen Defekt der Lampe im Keller füllte sich der Raum mit einem nicht nachweisbaren Gift. Sebastian und Anne waren hilflos. Sie konnten noch nicht zaubern. Eine schreckliche Geschichte. Ja, genau darum kann ich Sebastians Leichtsinn nicht nachvollziehen. Ich habe Anne im Grunde verloren. Ihn will ich nicht auch noch verlieren. Bitte, meide alles, was mit diesem Zauberbuch zu tun hat. Die Hinweise im Buch wirken vielversprechend. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, scheint vielversprechend. Bis es zu spät ist. Ich hoffe, Sebastian lässt die Sache sein. Aber wenn du was anderes mitkriegst, sag's mir bitte. Ich würde mich freuen.